wenn man schon bodenständig gar in Natur, natürlich die Stellen, das sind alle gar. Wenn man die Stellen nicht gar hat, ist man wieder richtig Natur. Du bist also ein kleines Mann, ein bisschen größer, aber ich getrunken habe, gewachsen. Richtig mit Liebe und Seele. Und der geschafft aber noch alle Tag. Und der ist der gepflegt. Ich weiß einfach viel. Just. Das ist im Prinzip das gestern, wo wir mit der Tapete gesehen, wo alle alte Fotos sind von Turtmann. Und wir haben ein Interview gemacht, wo wir mit den Turtmännern geredet haben und gefragt haben, was ist ein typisch Turtmann oder typisch Turtmännerin. Das haben wir jetzt da gehört in diesen Interviews. Also, das sind ganz verschiedene Sachen gekommen, die ihnen wichtig sind, was sie gesehen eigentlich. Und sie sind eigentlich zum Teil über so beschrieben, was sie im Kopf haben. Das ist ein so ein zufriedener, glücklicher Mensch. Die Wellness-Rose schlechthin. So etwas würde mir noch gefallen. Also, dass gestresste Manager von Deutschland, von Amerika, vielleicht sogar hier auf Tour machen, die kommen und sich erholen. Ja gut, an gewissen Orten haben sie nicht mehr weg. Und doch, teilweise haben sie gelacht, teilweise haben sie gestaunt. Da sind wir jetzt im Meisterhaus. Und da ist so geht es um die Geschichte von Turtmann und Stockhalter. Es ist sein Wirtschaftsimperium dargestellt und auch der Zerfall von dem Imperium. Also ich mache eigentlich die Führung, aber ich muss nur den Weg zeigen, weil es hat jede Gruppe hat so jemanden, der dann die Führung macht, der so viel weiss, so viel mehr weiss als ich und dann und das viel besser macht als ich eigentlich. Es ist viel schön, das Verkäufer wenn ich. Also hier sind wir im Gassnerhaus. Das ist ein wunderschönes altes Gebäude von 1655. Hier ist es gestern, aber durch das Alter, das man hier sieht. Und wir haben hier Gegenstände konserviert, die Kinder, Eltern und Großeltern gesagt haben, die ihnen wichtig sind im Alltag. Und werden konserviert für das Morgen, also für die Zukunft. Also haben wir wieder jetzt gestern, das heute und das morgen. Acht Jahre lang bauten die Menschen von Turtmann im Wallis an ihrer neuen, alten Säge. Seit heute steht dieses Wahrzeichen des alten Handwerkes nun bereit. Begleitet durch die Dorfmusik wird der erste Baumstamm mit dem Pferd zur Säge geschleppt. Also wir sind vielleicht schon ein bisschen mutig gewesen, wenn wir das Projekt in Angriff genommen haben. Und es ist mir klar gewesen, dass wir nicht nur gerade Befürworter hatten für das grosse Projekt, das ist im Geburtstagsjahr. Und der Erfolg, den ich für mich spüre, ist eigentlich, dass das ist. Obwohl, wenn man das Ziel vor Augen hat, das ist das, der Erfolg im Prinzip jetzt so, hat er richtig gegeben, wie wir gehandelt haben. Aber durch die ganze Besucher, die Feedbacks, die man hat, Leute, die tut man einfach nicht auf die Art und Weise kennt haben, einfach effektiv nur vom der Durchfahrer oder die haben nicht gewusst, dass wir einen Wasserfall haben. Und ich denke, das unterstreicht eigentlich das, was wir von Anfang an wollen. Und gibt eine gewisse Genugtuung. Das trotz ein paar wenigen Quellwolken. Ein bisschen zu einem Goms im Simplon-Gebiet, im Bios und Mattertal. Da ist es schon am Morgen zum ganz grossen Teil überdeckt. Und euch am Nachmittag hat die Sonne noch nicht grosse Chancen. Gegen Abend hier sind dann euch Regentropfen möglich. Morgen Samstag dominiert wieder die Sonne. Und im Leben von der Sandra Schmid, da gibt es vor allem Ross. Sie hat zwei Ross und heute ist sie mit diesen Ross mit dabei an der Pferdesegnung zu Turtmann. Und die Bedeutung von der Pferdesegnung, die ist doch recht hoch. Vor allem meinen Ross etwas geben und meinem Gewissen eine Ruhe geben, weil durch das, dass ich Springreiterin bin, hauptsächlich, gibt es mir eine Gewissheit. Mal für dieses Jahr haben wir Gott gebeten, auf mich 80 auf mich und das Ross. Weil das Letzte ist, wenn man so Verletzungen und Krankheiten hat mit dem Ross. Es gibt einem einfach eine Sicherheit. Mal, man hat gebeten für die Teamarbeit. Merkt denn das Ross euch an, jetzt ist etwas Spezielles, Pferdesegnung. Da kommt das Dorf etwas mit.
ganz extrem. Ja, sie sind nervöser, guckig, da, ui, da kommt ein anderes Ross. Das ist, muss man schon gerade selber ruhig bleiben. Sonst machen die mir das, was sie wollen. Sandra Schmid zur Pferdesegnung zu Turtmann. Heute Abend um 6 Uhr ist es wieder soweit. Die Pferdezucht in Turtmann hat eine große Tradition. Und in dieser Zeit hat es noch sehr viele Rosse in Turtmann gegeben. Ich darf vielleicht in dem Zusammenhang gerade sagen, dass Turtmann eine große Bedeutung hatte. Im Mittelalter, bis die Bahn kam, ist 1878 gekommen, bis auf Brieg. Und bis dahin war Turtmann einer der wichtigsten Orte an der Handelsstraße, oder am Säumweg, muss man sagen, am Weg zwischen Fischbo, der Brieg und seiner Seite, mit Stree. Der ganze Verkehr ist durch Turtmann gegangen. Hier Turtmann sagt man, es war der Ort, wo man die Rosse ausgewechselt hat. Es war also eine, was von Bern heute würde man sagen, eine Posthaltestelle für damals für die Samttiere, für den Samttransport, so alles gegeben. Und dadurch hat Turtmann, gerade was Ross betrifft und so, immer einen sehr grossen Namen gehabt. Natürlich haben wir gewisse Traditionen mit der Pferdesegnung am St. Georgstag. Turtmann will immer, wenn es recht ein Bluff und auftreten, das ist wie ein Bürodorf. Aber zwischen 30 gibt es schon der Region, die sagen, hast nur Bürorüste. Aber das ist dies gleich. Also ich wollte sagen, ich wünsche mir für die Zukunft, wirklich, dass hier weiter so bleibt, dass hier immer wieder zufriedene, glückliche, gesunde Bürofamilien geben. Weil das ist es. Vaters Herbe, die Unterhalte. Wie wir sich hier wirklich zwei Himmel haben merken, das darf ich ehrlich sagen. Wir haben 800 Jahre Turtmann und dann hat die Schützenbrüderschaft gesagt, wir sollten auch etwas machen für die Allgemeinheit. Und dann hatten die Häuptleute die Idee, ein Sonntag, wir haben immer zwei Sonntage, den zweiten und dritten Sonntag Mai, wo wir hierher kommen. Und dann haben die Häuptleute die Idee oder die Versammlung, ein Sonntag in Zwiebelvolk nach Brühe zu kommen. Es ist sonst natürlich nicht aus, hier in der Schützenbrüderschaft sind nur Männer. Frauen haben die eigentlich sonst keinen Zutritt. Aber dieser Tag sind ziemlich viele gekommen, 15 Frauen gekommen und haben diesen schönen Tag erlebt. Und der Beeindruck war vom ganzen Schiessbetrieb. Und dann hat er gesagt, das WC könnte vielleicht das Problem sein. Die Männer sind open air leichter als für Frauen, aber sie haben das verstanden. Wir haben gegen Paul, gegen Daniel, gegen Erno, gegen Bea, Meier, Röni, Peter, Eli, Brigi, Roland, Brigi. Die Löwe ist immer noch original, wie 1708. Wir haben 1978 eine Totalrevision der Löwe durchgeführt, die wunderschön gekommen ist. Da haben wir natürlich auch darüber diskutiert, soll man den Strom dritten, soll man Wasser dritten, soll man WC dritten. Und wir sind natürlich einer Meinung, es kommt nicht in Frage. Wir leben die wunderbare Löwe so, wie es ist. Und darum hast du noch heute keinen Strom. Kein Wasser, kein WC, nichts. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben es gut gemacht, indem wir es originalgetreu renoviert haben, so klar. Weil es keinen Strom hat, das ist natürlich auch wieder ein grosser Vorteil, ist am Abend nicht spät fertig. Man kann nicht bis Mitternacht hochkommen. Sobald man nicht mehr sieht, ist der Trüch fertig und dann muss man aufkehren. Und so gesehen ist selten jemand hier Brüche lassen. Dann haben wir den Namen. Ich habe in den ganzen Jahren, ich bin jetzt über 50 Jahre dabei, habe ich praktisch nie jemanden
Getrüchen gesehen oben. Es ist eigentlich eine sehr friedliche Sache. Vielleicht auch wegen dessen, weil am Abend, um 6:30 Uhr, wenn das Tüchlein fertig ist.